Hallo und herzlich willkommen. Heute spiele ich mal Trove einfach so, ohne zu streamen. Ich habe ein neues Mount. Der Rest sollte eigentlich gleich geblieben sein. Ja, und ich mache einfach hier nur die Shadow Tower alle durch. Die sollten ja ziemlich schnell sein. Ich entschuldige mich schon mal, dass im Moment wenig Streams kommen. Einfach deswegen, weil ich mitten in meiner Klausurphase bin und da einfach wenig Zeit habe. Und ich bin auch bald erstmal eine Woche im Urlaub. So, hier, zack, 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 das geht schnell. Und wenn ich im Urlaub bin, kann ich natürlich auch nicht streamen. Ich hoffe, dass das mal klar ist. So, hier auch das. Ja, und ich wollte wenigstens irgendwas aufnehmen, weil sonst wirkt das immer so blöd. Oh, irgendwas Gutes bekommen. Und außerdem, ja, die Shadow Tower sind wieder da. Die habe ich gestern war Montag. Jetzt, komm, habe ich die nicht gemacht, weil, ach, ich weiß eigentlich gar nicht. Die habe ich auf jeden Fall nicht gestern gemacht, sondern die mache ich erst heute. Heute habe ich dafür ein bisschen Zeit. Und ja, ich wollte sowieso mal ein YouTube-Only-Video machen. Und ja, da dachte ich mir, weil ich die Shadow Tower sowieso machen will. Hey, schon wieder das gleiche Dungeon, das gibt's ja gar nicht. Ich finde es auch super, wie die Musik schon wieder aus ist. So, hier, zack. Schon fast kaputt, einfach durch meine Aura. Hey, warum ist denn keine Musik dabei? Ist ja jetzt aber doof. Wartet mal. Ich weiß nicht, das wirkt irgendwie so doof. Moment, ich mache da eben kurz was. So, kurzer Cut. Ich habe nochmal Musik hier angemacht. Ich hoffe, dass sie nicht zu laut ist. Das wäre nämlich doof. Ich kann es nämlich nicht unterschiedlich abmischen. Leider bei OBS, weil ich nicht mit einem separaten Audioprogramm aufnehme. Also meine Tonspur. Dafür bin ich einfach nicht fancy genug, dass ich das machen würde. Sonst könnte ich das unterschiedlich abmischen. Ich hoffe einfach mal, dass es passt. Wenn nicht, ist das Video blöd. Ich habe vergessen, die Musik hier auszumachen. So. Nur, dass die Feinde im Hintergrund schon gestorben sind. Ja, es ist halt Spike Walker auf normal. Hier, der schon einfach von meinen normalen Attacken tot. Da kann man nicht so viel erwarten. Lord of the Moon wird wieder etwas spannender, aber auch nicht so viel spannender. Denn bei Lord of the Moon, da ist das einfach. Ich kann sie ja solo, also selber machen. Jetzt. Was? Ach Mann. Ich finde das gerade ein bisschen blöd. Ich hätte Spike Walker gerade mit einem Schuss töten können und es hat einfach wieder nicht geklappt, weil es heftig geleckt hat. Also sehr heftig geleckt hat. So, Weaving Prophet next. Spike Walker werde ich nie gute Zeiten hinkriegen, da leckt es immer am Anfang bei mir, aus welchen Gründen auch immer. Dafür kann ich allerdings nichts. Das habe ich nicht selber zu verschulden. Aber ja, eine normale Arena. Immer auch easy. Jetzt komm, triff doch mal.
Ja, ich denke, das wird ganz einfach. Das Video wird dann leider nicht so lang, habe ich so das Gefühl. Das muss ich dann auch noch zusammenfügen, rendern etc. Aber es wird auf jeden Fall heute rauskommen, also am Dienstag. Zumindest hoffe ich, dass ich das jetzt gleich noch im Anschluss gerendert kriege. Au, au. Oh, ich habe schon wieder den lustigen Bug. Wenn ein Gegner blaue Anzeige hat, kann ich ihn nicht töten. Das ist einer der größten Bugs, die es in Shadow Arena gibt. Die kann man dann einfach nicht töten. Hier auf so einem Level ist das noch nicht so schlimm. Einfach deshalb, weil, naja, die Gegner jetzt nicht so hart sind, wie ich finde. Zumindest für mich nicht. Aus späteren Leveln kann das echt ein Problem sein, wenn du einen Gegner hast, den nicht tot kriegst. Okay. Keine Lust, so lange zu schießen. So, eventuell streame ich aber heute trotzdem. Es kann aber sein, dass daraus nichts wird. Also ich kann nichts versprechen. Morgen werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Am Donnerstag wahrscheinlich erst wieder. Freitag wahrscheinlich eher nicht. Aber ich kann ja mal erzählen, was ich so plane. Freitag wahrscheinlich nicht, denn da schreibe ich Klausur. Ja, und danach bin ich wahrscheinlich echt unmotiviert, irgendwas zu tun. Oh, ich erinnere mich an das Dungeon. Das Dungeon ist nice. Ich mag die ja nicht. Wegen diesem Drehen. Dann machen die einfach. Dann macht man selber denen weniger Schaden. Easy. So will ich das sehen. Komm hier, zack, zack, zack. So, um das Let's Play hier. Naja, Let's Play ist ja nicht, aber um alles hier mal in die Länge zu strecken, hau ich jetzt hier noch mein. Oh, die Maske sieht cool aus. Hau ich hier jetzt alles rein. Und öffne noch Kisten. Wow, zwei Omni-Styles. Unglaublich. Hey. Ich glaube, die beiden Sachen kann ich nicht mal benutzen, weil ich keine Klassen dafür habe. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Also Weeping Prophet. Nummer 2 von 4. Oh, tolles Electrum wieder. Warum leckt es denn? Hier, zack. Dadurch geht doch meine Statistik richtig weit runter. Was soll denn das? Mann. Wie viele Sekunden habe ich denn jetzt hier? 9 Sekunden. Toll, ich krieg den viel weniger hin. Ach, Mann. So, in der Zwischenzeit gucke ich mal auf die Uhr. Ach ja, das sollte locker passen. Ist jetzt schon nicht mehr so easy peasy One-Hits. Aber sehr nah da dran. So, jetzt mache ich auch Schaden. Das ist echt super. Ich muss ja sagen, ich mag die am meisten. Die haben nämlich keine großen Special Attacks, die mich nerven. Bis ich Level 30 bin, das dauert noch echt lange. Da könnt ihr euch drauf verlassen, es wird jetzt mindestens noch ein halbes Jahr dauern, bis ich mal richtig hoch Level up bin.
So, ich flüchte mal hier raus. Ach komm. So. Ja, bevor er sich dreht, geschafft. Okay, jetzt noch das Waffeleisen. Das Waffeleisen ist immer das Nervigste. Immer. Und jetzt noch der Endboss. Okay. Früher war es das ja. Früher gab es ja nur Shadow Arenas. Da war jetzt hier Schluss. Da gab es Shadow Towers noch nicht. Kam ja auch erst irgendwie mit irgendeinem Update. Da musste man noch in der Welt suchen nach Portalen dazu. Da ich in meinem alten Clan immer einer hat gesucht oder viele haben gesucht und sobald einer in irgendeiner Überwelt das Ganze hatte, hat er Bescheid gesagt und dann bei dem alle gejoint und dann ging's los. Eine Arena die ganze Zeit nur. Dann ging die Suche natürlich weiter. Das waren noch Zeiten. Da gab es noch kein Power Rank, keine Gems. Da muss man noch gutes Gear haben, damit man richtig Pros, da ging es nur bis Level 20. Das Mastery ging, glaube ich, auch nur bis Level 100. Okay, die kriege ich nicht mit One-Hit. Die anderen beiden kriege ich mit One-Hit hin. Die hier nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich schaff die ja gar nicht. Ungefähr so wird das Ganze dann noch aussehen bei Daughter of the Moon gleich. Hey. Komm schon. Ja. So, von allen Seiten nochmal angegriffen werden. Nichts Schöneres. So, Daughter of the Moon. Easy. Komm schon, komm schon. So, hier jetzt nochmal einmal durchschnetzeln. Was? Meine Ulti hat nicht funktioniert. Also ich habe meine Ulti benutzt und das hat einfach nicht funktioniert. Schweinerei, Skandal. Ich will mein Geld. Ach ja, Spiel ist ja kostenlos. Tja. Oh nee. Ich mag dieses Design nicht. Aber dieses Arenendesign. Also aus mehreren Gründen mag ich das schon nicht, die ich alle nicht nennen werde. Jetzt schieß doch richtig. Einfach aus dem Grund, weil man hier zwei Dungeons machen muss, bevor man erst zum Ende, also zwei
Skulls machen muss, bevor man zum Endboss überhaupt kommt. Bei den anderen Dungeons ist das überall nicht so, das ist außer bei den normalen Arenen. Da muss man hier auch noch ein Jump'n'Run machen. Da funktionieren diese Bounce Pads manchmal einfach nicht. Schlimm ist das. So. Zack. Der hat also keine Lust mehr, die gehen jetzt. Aber echt, wie die alle. Hä? Ich meine, gut, die bringen jetzt nicht so viel XP, aber trotzdem, warum? Hä? Warum gehen die alle da raus? Was ist denn da los? Das fand ich jetzt doch schon sehr seltsam. Also wirklich, das war hochgradig seltsam. Ja, ich habe zwei Potions genommen. Verdammt. Nein. Ist ja blöd. Ach komm, nicht ihr schon wieder. Kann man so schlecht Schaden machen. Weil die sich die ganze Zeit drehen. Ich werde so langsam echt ungeduldig. Was ist denn da los? Ja gut, ich habe aber auch nicht so viel Zeit heute. Ich immer die falsche Attacke jetzt gerade beim Anfang mache. Oh nein, ich muss schon wieder zum Loot Collector. Oh. Nicht, dass ich irgendwie Geld für Videos bekommen würde, aber. Oh nein. Okay. So. Ah, letztes Level. Ich hab doch mitten drauf geschossen. Hallo. Endlich. Hä? Ihr habt jetzt auch gesehen, dass es nicht funktioniert hat, ne? Das macht einen Großteil meines Schadens einfach aus. Dass ich diese Anfangsattack treffe. Deswegen ist das jetzt auch ein bisschen blöd. So, hier schön immer im Kreis laufen. Man trifft seinen nicht. Ja, du machst Schaden. Seht ihr, wie viel Schaden das einfach gemacht hat? So. So, jetzt dürft ihr mir noch einmal zuschauen, wie ich hier Sachen reinwerfe. Coole Sachen. So, jetzt mache ich hier die beiden noch auf. Nice, nice. So, jetzt packe ich das alles hier rein. Platz habe ich dafür nicht, nein. Okay. So, dann gehe ich jetzt hier zum Shadowy Market. Titan Souls könnte ich mir das hier kaufen, will ich aber nicht. Ich kaufe mir lieber nachher Shaper's Key. So, und jetzt öffne ich und ein Glass Gem Key Fragment.
Ja, wo sind denn die? Ach da. Ich glaube, inzwischen kann ich mir... Warte, wenn ich jetzt hier in den Club gehe. Ich glaube, inzwischen kann ich mir sogar einen craften. Das Problem ist, das bringt mir einfach nichts. Class Gem. Ja. Yeah, Everdark walls appear in the shores of the Everdark after winning a battle in the Colossum. Problem ist, ich kann in so eine Welt nicht rein, weil ich noch keine 5000 Power Rank habe. Deshalb will ich ja unbedingt einen Dings bekommen. Aber nein, ich bekomme Key Fragments, die ich nicht gebrauchen kann. So, aber egal. Bis zum nächsten Mal, ich verabschiede mich hier. Sag mal, bis dann. So, jetzt muss ich noch den richtigen Button finden. Da. Tschüss.